Seit einer Woche finden Krawalle in England statt. Jetzt diskutiert Deutschland darüber, ob uns das auch passieren könnte. Ich bin in Gropiusstadt, einem Brennpunktbezirk in Berlin, und hake mal bei den Jugendlichen nach, was sie dazu sagen. Hast du irgendwas über England mitbekommen? Ehrlich gesagt, eher weniger. Habt ihr was darüber mitbekommen? Nee, nicht wirklich. Gar nichts? Nee. Okay, ich habe nur gehört, dass Jugendliche wohl, nachdem ein Junge erschossen wurde, da Krawall gemacht haben, aber mehr weiß ich auch nicht. Was hältst du davon? Naja, schwachsinnig eigentlich. Naja, ich finde es halt scheiße, wenn die Jugendlichen halt immer randalieren müssen halt. Warum? Weil damit kommt man auch nicht weiter halt, mit Gewalt. Scheiße? Ja. Warum findest du es scheiße? Na, egal was dein Grund, die haben es aber scheiße, auf die Straße zu gehen und zu randalieren. Warum? Weil es keinen Sinn macht, darum ist es auch nicht besser. Ich glaube nicht, dass es Sinn hat, sich mit Polizisten zu schlagen, weil das die Probleme ja auch nicht ändert dann. Man kann auch friedlich protestieren. Also ich finde das nicht sozial. Erstmal. Weil man bezahlt ja dafür Steuern und weil die randalieren jetzt und so, machen ja Sachbeschädigung, müssen die anderen mehr Steuern zahlen. Was meinst du, sollte man machen? Das ruhig machen, vielleicht mit ein paar Plakaten und organisierter. Ja, man an die Höheren wenden, einen Zettel schreiben irgendwie, an die Demokratie oder keine Ahnung, was die da haben. Ja. Ich weiß es nicht, ich schätze mal, die Engländer sollten dann was an der Politik ändern. Was stört dich denn jetzt zum Beispiel in Deutschland? Ja, ich hasse Schule. Du hast Schule, warum denn? Es nervt ein bisschen so immer lernen und so, aber... Ich das Prinzip mit den Allgemeinschulen und dem Abschaffen des Gymnasiums relativ blöd halte. Wenn Wahl ist, Kanzlerwahl ist, dann versprechen die was und machen die alles nicht. Einhalten oder halt... mit den Erhöhungen vom Hartz IV, von 5 Euro, also damit kommt man auch nicht weit, wenn man... Ich habe erst eine Reportage gesehen, dass manche Leute mit knapp 5 oder 10 Euro am Tag auskommen müssen mit Essen halt. Stört dich das so stark, dass du zum Beispiel dafür auf die Straße gehen würdest? Ja, natürlich, klar. Aber wie würdest du auf die Straße gehen jetzt hier, so wie in England, dass du da so kriminell eher voll ausrasten würdest, oder meinst du eher... Wenn ein Nazi jetzt zu mir kommt und macht mich blöd an, ja natürlich. Die machen auch mehr Club zu für die Jugendlichen. Clubs? Ja. Also. Das stört euch. Die Aufmerksamkeit der Jugendlichen oder die Wünsche der Jugendlichen abgelehnt werden, dass es quasi ausgeglichen wird, dass sie Jugendclubs haben, wo sie sich austoben können, anstatt irgendwelche Randale zu machen. Aber du meintest, bei uns ist alles okay. Siehst du das wirklich so? Nicht ganz, aber so krass, wie es da drüben ist, ist es bei uns noch nicht. So, ihr Lieben, das war's von mir. Mein Fazit für heute: Die Jugend hier in Gropiusstadt ist nicht auf Krawall aus. Einige wussten noch nicht mal, was in England abgeht. In diesem Sinne, alles ist friedlich. Eure Amelia.